Ein sehr aufregendes Gefühl. Ja, ich bin irgendwie sehr dankbar für die Nominierung so, und sehr glücklich darüber. Und ich spiele schon wahnsinnig lange und jetzt eine Auszeichnung zu kriegen bzw. eine Nominierung ist schon sehr, sehr besonders, ja. Ich habe überhaupt keine Erwartungen. Ich freue mich extrem auf einfach einen schönen Abend und ich bin überhaupt nicht enttäuscht, wenn ich ihn nicht kriege. Für mich ist es wahnsinnig toll, diese Nominierung zu haben. Das ist so eine, ja, so ein besonderer, so eine besondere Nominierung an so einem tollen Festival, dass ich einfach nichts erwarte. Ich freue mich auf den Abend und schaue, was passiert. Endzeit, es geht um zwei junge Frauen, das sind die zwei Protagonistinnen, Vivi und Eva. Und es ist ein Zombie-Genre-Film und es spielt in einer Zeit, in der ein Virus ausgebrochen ist und es nur noch wenige überlebende Menschen gibt, die sich retten müssen und in abgezäunten Städten leben. Und Vivi und Eva treffen aufeinander und kämpfen ums Überleben, kämpfen mit sich, mit ihren eigenen Dämonen aus der Vergangenheit. Und es ist ein Roadmovie, es ist eine Geschichte einer Freundschaft. Ja, es ist ganz viel in dem Film.